Liebe Parteifreundinnen und liebe Parteifreunde, ich hatte damals Glück, als meine Kinder klein waren. Mein Mann war Freiberufler und wir konnten uns die Betreuung unserer Kinder aufteilen. Wie sieht es aber in Familien aus, wo das so nicht möglich ist? Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf brauchen wir in den Kindertagesstätten gut qualifiziertes Personal und mehr Betreuungsplätze. Dafür will ich mich einsetzen. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat festgestellt, dass im Jahr 2016 43% der jungen Menschen, die ein Studium angefangen haben, auf eine duale Ausbildung umgestiegen sind. Sie haben so viel Zeit und Geld verloren. Deshalb, die duale Ausbildung muss wieder gestärkt werden. Dafür will ich mich einsetzen. Bei allem Verständnis für die Wohnraumverdichtung und den manchmal etwas laxen Umgang mit der Parkplatzsatzung, wir müssen darauf achten, dass die Städte vom Rand her entlastet werden. Das schaffen wir durch den Ausbau des Straßenverkehrsnetzes, durch den Ausbau von Breitband und durch intelligente Nahverkehrskonzepte. Dafür will ich mich einsetzen. Für diese Ziele brauchen wir einen langen Atem und gute Konditionen. Was mich angeht, ich gehe regelmäßig laufen und komme nicht so schnell aus der Puste. Ich bin Eva-Maria Finkanebutt. Dass ich keine 20 mehr bin und noch keine 80, das sehen Sie auf den ersten Blick. Nach einer Ausbildung und Biologie- und Sportstudium war ich lange Jahre selbstständig tätig und heute unterrichte ich Biologie und Sport in der Oberstufe. Ich bin verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder, 2 davon studieren und einer macht eine Ausbildung. Ich bin Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende in Groß-Gerau. Wir haben bis jetzt ein tolles Team gewählt und ich würde gerne dieses Team in Wiesbaden von Südhessen aus verstärken und unterstützen. Deshalb bitte ich jetzt um Ihre Stimme.